heute Morgen mein Frühprogramm, die Rückenschule. Danach mache ich Pilates, eine zweite Einheit. Wir fangen mit der Rückenschule an. Ich hoffe, euch geht es allen gut und habt wieder Spaß mit meinem Workout. Wir marschieren am Platz. Nehmen die Arme zur Seite und kreisen.
indem wir die Arme nach oben nehmen. So. Und wir nehmen die Arme nach unten. Bleiben im Lecker. Und schütteln unsere Arme aus. Okay. Wir fügen die Beine, die Füße zusammen. Öffnen und schließen.
in die Ausgangsposition, nehmen das rechte Bein nach vorne und gehen mit dem Standbein leicht in die Beuge dabei. Tief hoch, hoch. Tief hoch. Tief hoch.
Seite. Bye.
immer beugen, strecken. Achtet auf die Haltung. In Verlängerung der Wirbelsäule schaut ihr bitte nach vorne, nicht nach oben, nicht nach unten. Vergesst nicht zu atmen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 noch und wir lösen. Wunderbar. Nochmal mit den Schultern kreisen. Ihr könnt auch gerne mal die Beine ausschütteln, das vergesse ich immer. Stellen die Beine nochmal auf, ein letztes Mal. Arme mit nach oben nehmen, Handflächen zusammendrücken, nach vorne schauen, los geht's. Beugen, strecken. Wir haben es fast geschafft. Noch 8, 7, 6. Thank you.
was? Wir machen den Rücken nochmal rund. Wir werden rund atmen aus, lösen atmen ein.
Stellen die Beine auf. Nehmen die Hände hinter den Kopf. Die Zehenspitzen zeigen nach oben und wir machen was für den Bauch. Los geht's. Oh.
Und wir lösen Klopfen einmal aus. Ihr bleibt in der Rückenlage. Wir legen uns auf den Rücken und dehnen. Zwei, drei Dehnübungen machen wir noch. Und dann ist die Zeit auch schon wieder um. Und ich hoffe, ihr habt wieder viel, viel Spaß dabei. Wir stellen die Beine auf, nehmen das rechte Bein gestreckt nach oben, die Zehenspitzen ziehen wir ran und ziehen das Bein zum Oberkörper. Und ich hoffe, ihr spürt die Dehnung. Becken unten lassen, also nicht den Popo anheben. Zum Abschluss noch einmal in die Sitzposition. Wir setzen uns bequem hin. Okay. Und wir machen zum Abschluss den Rücken rund. Ich lege mein Kinn auf mein Brustbein und werde rund. Die Schultern unten ziehen, die
doch noch einmal. Wunderbar. Und schon ist wieder die Rückeneinheit, die Rückenfitness fertig. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß dabei. Ich vermisse euch sehr und ich hoffe, wir sehen uns bald.